Ach, gute Mister-Eintracht hier. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ich verstehe es einfach nicht. Wir führen 2-0. Du dominierst dieses Spiel in einer Art und Weise, dass du einfach denkst, okay, das kannst du nochmal runterspielen. Und normal schaffen wir es ja auch. Aber in der letzten Zeit, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Und mal wieder, nach dem Gegentor, wir sind geschwommen. Nach dem, es ist ein geschenktes Tor gewesen, ne? Unnötig den Gegner ins Spiel gebracht. Und wir können am Ende froh sein, dass wir das Spiel nicht verlieren. Wir können echt froh sein. Halbe Stunde haben wir die dominiert. Du hast von denen gar nichts gesehen. Die Zuschauer waren still. Okay, ab und zu hat sie es trotzdem gehört, aber es waren nicht so da. Aber nach dem Tor waren natürlich mehr da. Man kennt es ja. Aber so unnötig von Skiri den Ball. Das hat die Sache immer. Ja, wir kombinieren uns raus, Ja, könnt ihr machen. Ist ja in Ordnung. Sag nichts dagegen. Also vor 10 Jahren konntest du 2 Pässe spielen und hast einen Herzinfarkt bekommen. Vor 10 Jahren wirklich. Weil du dachtest, du scheiße, ich verliere den Ball. Mittlerweile kombinieren wir uns hinten rum, mir ist scheißegal. Aber bis letzte Saison haben wir hinten rum gespielt und ich habe da keinen Schiss bekommen. Diese Saison bekomme ich irgendwie wieder Schiss, weil die sich zwanghaft wirklich rauskombinieren wollen. Und wie oft war das noch bis zur letzten Saison so, da haben die mal den Ball rausgebuttert. Die machen das nicht mehr. Die wollen immer kombinieren, aber ich würde mal sagen, wenn ich doch merke, es wird eng, dann spiel die Scheiße raus. Da entweder plöppt den Ball nach vorne, spiel den Seiten aus, aber nicht, dass sowas passiert. Ich meine, Skiri, muss man sagen, hat ab und an solche Dinger drin. Ich meine, gegen Aberdeen hat der Kommentator erwähnt, das meine ich auch richtig im Kopf zu haben, dass er damals auch einen Fehler gemacht hat und das eingeleitet hat und uns das Leben schwer gemacht hat. Allerdings, wie oft ist Skiri, auch wenn er nicht auffallend ist, so eine wichtige Säule im Mittelfeld. Ja, nicht wie ihr liebt diese Art, aber und manchmal hat er so Bock drin, wo ich denke, scheiße, Alter. Aber der ist trotzdem so wichtig für unser Spiel. Und es kann nicht sein, dass wir das oder wieder so hergeben. Ja, Darmstadt hat die 3 Punkte verschenkt. 2 Punkte hat verschenkt, ne? Also die 3 Punkte verschenkt, aber wir haben 2 Punkte verschenkt. So meine ich. Aber auch die letzten 10, 15 Minuten. Du bist in Überzahl. Und du spielst dir keine richtige Chance raus. Ja, okay. Die eine Chance dann irgendwie in der 90. und einmal in der Nachspielzeit von Max das Ding. Aber es war auch nicht ganzes. Nichts halbes, nichts ganzes. Das musst du, wenn nach 10 Minuten 2-0 führst, dann musst du dieses Spiel bei allem Respekt gegenüber Royal, bei jedem Gegner so, darfst du das Spiel nicht so hergeben. Also das Spiel ist ja nur so hergegeben worden, wegen den einen individuellen Fehler. Und ab dem Zeitpunkt waren die Fehler auf einmal überall. So viele technische Fehler. Der Ball versprungen, keine richtige Annahme. Und das war das Schlimme. Jeder hat sich angesteckt. Es lief nichts mehr. So viele technische Fehler. Und es nervt, dass wir uns das Leben jetzt schwer machen fürs Rückspiel. Wir hätten einen entspannten Donnerstagabend haben können, nächste Woche. Entspannt in Anführungsstrichen. So haben wir uns das Leben einfach schwer gemacht und müssen halt, alles reinwerfen. Hätte man es so machen müssen, aber 0-2. Aber wenn es uns so, ich sag mal so, wenn es 0-2 steht, ne? Also wir 2-0 gewinnen und im Rückspiel steht es nach 90 oder nach 88 Minuten 1-1 oder so, dann weißt du, okay, ist alles gut. Jetzt aber, wenn es in 88 Minuten 1-1 steht, musst du Schiss haben bei jedem Standard, die sie haben, weißt du? Und es wird schwer. Und Royal kann halt gegen deutsche Teams auch. Das haben sie bewiesen. Und ich habe auch gesagt, man darf sie nicht unterschätzen. Das ist ein gutes Team. Und es hat sie ja halt komplett unter Beweis gestellt. Und ich wusste auch, ich habe in der 15. Minute so gesagt, ich bin entspannt. Ich wusste eben, dass noch irgendwas kommen wird. Aber diese Art und Weise, dass man nicht draus lernt, es keine Entwicklung gibt. Nein, ich zähle nicht Top-Bälle an, aber es kann nicht sein, dass wir wieder durch ein Gegentor so ins Ding kommen. Wie gesagt, ich bin immer noch von Top-Bälle überzeugt, weil es ist eine junge Mannschaft. Ihr müsst immer denken, es ist eine junge Mannschaft. Und natürlich werden hier und da Fehler gemacht. Ja, woraus die lernen. Heute war der einzige Spieler,
über 30 Feldspieler, über 30 war Götze auf dem Feld. Das alles andere waren jüngere Spieler. Und dabei hast du ja wirklich richtig junge Spieler da drin. Ne, mit Etikette etc. Normal ist ja Larsen auch noch dabei. Die sind alle jung, die müssen lernen, die werden auch Fehler machen. Das ist halt so. Aber wie erwähnt, lass sie noch ein Jahr so zusammenspielen, also die Saison noch zusammenspielen. Ja, ich weiß, wollt alle nach Europa, wir müssen ja ins Finale kommen, die bla blub. Manchmal braucht etwas Zeit, um zu reifen. Und ja, manchmal hat man derzeit auch Verluste hinzunehmen oder auch mal negative Zeiten. Und das bedeutet auch, genau solch ein Spiel, das bedeutet vielleicht auch mal, dass wir dann vielleicht, ja, ein paar Spiele in der Liga verlieren. Und ja, das bedeutet vielleicht auch, dass wir dann vielleicht mal im Viertelfinale oder Halbfinale oder auch jetzt im Achtelfinale oder in den Playoffs vielleicht rausfliegen. Aber wenn wir dann die Bundesliga haben und die sich da wirklich komplett irgendwie noch in der Zeit trotzdem gut entwickeln und wir ja nochmal einige Transfers im Sommer haben, ich erwähne es eigentlich fast jedes Mal, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und wie gesagt, wir entwickeln uns und ich weiß, die Erwartungshaltung ist gestiegen. Das steht auch fest. Ich bin froh, dass es so ist. Aber muss man so sagen? Keine Frage. Aber trotzdem muss man immer noch warten und sagen, ja, trotzdem Zeit lassen. Lass uns nicht den gleichen Fehler machen wie Schalke. Nee, alles muss immer sofort passieren. Die an der Spitze machen schon das Richtige und machen in Zukunft gedanklich. Und dann haben wir vielleicht jetzt nicht den Erfolg, aber könnten eventuell in 1-2 Jahren mehr Spaß haben, richtig viel Spaß haben. Aber das ist ein anderes Thema, müssen wir gucken. Das war es erstmal, 7 Minuten erste Reaktion. Alter Falter, da gibt es ja morgen fast nicht mehr zu reden, doch, doch. Wir gehen morgen auf alles ein, auf jedes einzelne Tor, auf die individuellen Fehler etc. Und dann haben wir ja schon morgen Doppelfolge, ne? Weil morgen ist auch Orakel. Stimmt ja, morgen Orakel. Weil ja auch wieder 2 Tage vorher. Ich sag Arrivederci. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und ciao, ciao.